Hey Leute, hier ist Hunted. Ich habe ja von euch den Tipp bekommen, mal ein paar andere Dungeons auszuprobieren. Und seit kurzem farm ich jetzt den 40er Dungeon ziemlich gut, also komplett ohne Magie, größtenteils. Nur in ganz seltenen Fällen brauche ich da meine Heilung oder ein Schild. Und ich dachte, ich nehme euch mal einfach mit und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Und zwar seht ihr hinten, Helden sind Stufe 178, also muss man trotzdem immer aufpassen, wenn man auf einen trifft. Hier hinten sehen wir den Geistermagier, der wie immer am gefährlichsten ist. Und ich fange momentan einfach hier drüben an, droppe hier meinen Druiden, ziehe die Truppen raus und dann droppe ich mein Heldenteam. Und meistens läuft das Ganze so ab bei dem Dungeon, dass ich wirklich keine Magie brauche. Und zum Schluss steht meistens noch der Geistermagier, der dann noch umgehauen wird. Also ich bin sehr zufrieden bisher von dem Dungeon. Und ihr seht, jetzt ziehen wir hier die Succubus und dann müssen wir immer aufpassen, wenn wir einen Helden ziehen, wer im Fokus ist. Aber wenn hier das Heldenteam zusammensteht, ist es eigentlich kein Problem. Problematisch ist es immer nur, wenn sich ein Held vom Team abkapselt und irgendwo in der Weltgeschichte umherwandert. Der kippt dann nochmal schnell um, weil dann nicht genug Schaden da ist in dem Moment. So wie jetzt hier unten, wo dann mal der Kürbis alleine umherwandert, da muss man immer aufpassen, dass da nichts passiert. Ja, ich wollte jetzt auf die Magie verzichten, war eine knappe Sache, hätte man durchaus auch die Heilung setzen können. Aber hat gut geklappt. Gab allerdings keine Splitter. Aber ich zeige euch, dass das Ganze auch gut funktioniert. Und wir machen hier ein paar Tries. Vielleicht habt ihr auch noch einen anderen Startpunkt, aber ich finde den Startpunkt hier oben eigentlich so ganz gut. Weil als erstes haben wir hier den Paladin, der am wenigsten Schaden macht von allen Helden, die auf dem Feld sind. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Paladin tot ist, bevor wir quasi hier die Ecke erreichen, ist sehr gering. Und weiterhin positiv finde ich, ist, wenn man hier startet, dass hier drüben der Ninja ist. Das heißt, wir haben auf der Seite nicht drei Helden, sondern nur zwei Helden. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass die beiden hinteren Helden hier tot sind, bevor wir da sind, ist relativ groß. Ah, hier habe ich geträumt. Hier ist der. Ach ja. Da seht ihr mal, dass es aber auch anders laufen kann, wenn man denn nicht aufpasst, so wie jetzt. Hier braucht man ein Schild, um den Dungeon noch zu Ende zu machen. Das geht auch mal ganz schnell, wie gesagt, wenn ich da nicht aufpasse oder so jetzt hier im Video machen bin, dass ich irgendeine gefährliche Situation nicht mitkriege und dann nicht rechtzeitig mein Schild reinpacke, weil wie gesagt, ab und zu kommt es eben durchaus vor, dass wir ein Schild brauchen. Und ihr habt ja das live oder das direkte Beispiel gehabt, wenn es nicht klappt. Aber wir haben ja zumindest 40 Splitter für bekommen, was ja schon mal ganz ordentlich ist. So, aber damit ihr auch mal das seht, ist es ganz gut, dass es nicht immer alles rund läuft. Jetzt beleben wir die Helden wieder und machen hier auf jeden Fall noch einen Try. Also ihr müsst euch natürlich immer dran denken, ne? Die Videos, die bei YouTube und so drinstehen, wo ihr dann die Top-Abläufe sieht, da sind viele Versuche hinter, dass es so funktioniert. Mir sind, wie gesagt, hier ganz selten Helden umgekippt. Bisher, es war glaube ich das dritte Mal in den letzten 4 Tagen, seitdem ich den Dungeon hier mache, dass mir die Helden hier umgekippt sind. Und dafür finde ich, ist es schon ganz gut. Also wenn ich ab und zu, ich setze ungefähr einmal von 5 Swans, habe ich bisher Magie einsetzen müssen, so ungefähr, vielleicht zweimal auch. So ist die Quote. Und man muss, wie gesagt, aber hier wirklich aufpassen, wie die Helden laufen. Habt ihr eben ganz wunderbar gesehen, so wie jetzt, wo der Kürbis hier alleine ist mit dem Geistermagier und der Champion kommt. Dafür machen dann die 178er Helden einfach zu viel Schaden. Das Schöne bei dem Dungeon ist, ihr kriegt genau 6000 Gold. Das heißt, wenn er hier nur eine Heilung verbraucht, passt es genau. Ah, müssen wir auch noch ein Schild reinhauen. Kriegt er genau die Heilung, aber wieder hier genau 6000 Gold und wieder 40 Splitter. Also Heilung, wie gesagt, kann man auf jeden Fall dort setzen, ohne Goldverlust zu machen. Und ja, wie gesagt, vorhin war ich ja gerade dabei, warum der Startpunkt oder warum meiner Meinung nach der Startpunkt hier recht günstig ist. Weil ihr wollt natürlich den Effekt haben, dass die Helden, die ihr hier hinten seht oder die entfernt von eurem Spawnpunkt sind, durch die Procs vom Mino, vom Geistermagier und natürlich vom Donnergott kaputt gehen. Das ist natürlich das Ziel, was ihr haben wollt, warum wir hier starten.
Und ihr seht wunderbar, da ist schon die Succubus down. Jetzt splittet sich hier das Team wieder auf. Müssen wir hier gucken, der Champion ist schnell umgekickt und ihr seht, die Wahrscheinlichkeit, dass hier der Geistermagier getroffen wird, ist dermaßen hoch. Also ich hatte es, glaube ich, noch in keinem Run, dass der Geistermagier zum Schluss hier noch stand und auf meine Helden getroffen ist. Und das macht eben den Dungeon so interessant und anders als den 37er Dungeon, wo es eben häufiger vorkommt, dass der Geistermagier zum Schluss noch steht und ihr auf jeden Fall Magie verbrauchen müsst. Also ich fand es da, ist auch auf jeden Fall meine Quote beim 37er Dungeon, dass ich da mehr Zauber verbrauche als bei dem Dungeon hier. Also wenn ich hier Magie verbraucht habe, bin ich meistens mit einer Heilung hingekommen und wie gesagt, die kriege ich ja wieder rein. Ab und zu noch ein Schild, aber dass ich hier Ares Collar benutzen musste, war nicht der Fall. So, jetzt haben wir hier wieder die Succubus. Die ist down. Sieht gut aus. Ne. Hier machen wir auf Nummer sicher mal eine Heilung rein. Und jetzt steht der Geistermagier noch und wird gepult. Aber da kommt der Proc vom Donnergott und jetzt ist er auch down. Was haben wir hier unten? Na gut, wir sind jetzt eh durch und wollen gleich Wellen machen. Da brauchen wir jetzt nicht noch ein Schild reinhauen. Wunderbar. Ja, soweit war es erstmal von mir zum 40er Dungeon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert vielleicht den Channel, wenn ihr es noch nicht habt. Ich bin auch immer erfreut, wenn ihr mir Kommentare oder Feedback oder irgendwelche Anregungen da lässt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer Hunted.